Kochen 30.08.2018 mit Fernsehkoch Seltzer McKenzie YouTube, Doraden mit Tomatensalat einfach, schnell für 2 Portionen, Zubereitungszeit 30 Minuten pro Portion, 44 Gramm E, 39 Gramm F, 11 Gramm Ka gleich 597 Kilokalorien, Klammer auf 2502 Kilojoule, Klammer zu, 1 TI Szechuan Pfeffer 11 Zweitel TI Koriandersaat 400 Gramm rote Tomaten 400 Gramm gelbe Tomaten 4 Hexaliter Chardonnay Essig Salz Pfeffer 8 Ei Olivenöl 2 Doraden Klammer auf ca. 400 Gramm Küchenfertig Klammer zu 4 Stiele Zitronen Thymian 4 Stiele Basilikum erstens Szechuan Pfeffer und Koriandersaat im Mörser mittelfein zerstoßen. Zweitens Tomaten waschen, putzen, in grobe Stücke schneiden und in eine Schale geben. Essig mit 4 Eiwasser, Salz, Pfeffer und 5 Hexaliter Öl verrühren und über die Tomaten gießen. Vorsichtig mischen und mindestens 10 Minuten ziehen lassen. Drittens Doraden trocken tupfen und auf beiden Seiten 2 bis 3 mal schräg einschneiden. Einschnitte und Bauchhöhlen der Doraden mit der Szechuan-Koriander-Mischung und Salz würzen. Restliches Öl in einer beschichteten ofenfesten Pfanne erhitzen und die Doraden darin bei mittlerer Hitze von jeder Seite 3 Minuten braten. Viertens Zitronenthymian zugeben. Doraden im vorgeheizten Backofen bei 180 Grad Klammer auf Gas 2 bis 3, Umluft 160 Grad Klammer zu, auf der zweiten Schiene von unten 6 bis 8 Minuten fertig garen. Fünftens Tomatensalat mit Doraden auf flachen Tellern anrichten. Mit von den Stielen abgezupften Basilikumblättern bestreuen und servieren. Dazu passt CIA Butter. Gelbe Tomatensuppe mit Burrata einfach raffiniert schnell, vegetarisch für 2 Portionen Zubereitungszeit 20 Minuten pro Portion 10 Gramm E 50 Gramm F 7 Gramm Ka gleich 534 Kilokalorien Klammer auf 2236 Kilojoule Klammer zu 3 Stiele Basilikum 8 Ei Olivenöl Salz 80 Gramm Zwiebeln 1 kleine Knoblauchzehe 1 Dose geschälte gelbe Tomaten Klammer auf 400 Gramm, zum Beispiel über www.bossfood.de Klammer zu, 300 Milliliter Gemüsefond Zucker Pfeffer 1 kleine Kugel Burrata Klammer auf 100 Gramm Klammer zu, erstens für das Basilikumöl Basilikumblätter von 2 Stielen abzupfen und mit 6 Hexaliter Öl und eine Prise Salz in einen Rührbecher geben, mit dem Schneidstab sehr fein pürieren und beiseite stellen. Zweitens für die Suppe Zwiebeln und Knoblauch in feine Würfel schneiden, restliches Öl in einem Topf erhitzen Zwiebeln und Knoblauch darin glasig dünsten, mit Tomaten und Fond auffüllen und bei mittlerer Hitze 5 Minuten offen kochen lassen. Drittens Tomatensuppe mit dem Schneidstab sehr fein pürieren und mit Salz, eine Prise Zucker und Pfeffer abschmecken. Burrata trocken tupfen und mit einem scharfen Messer vorsichtig halbieren. Restliche Basilikumblätter vom Stiel abzupfen. Viertens Tomatensuppe in tiefen Tellern anrichten. Jeweils 1 Burrata-Hälfte mit der Schnittfläche nach oben in die Suppe geben. Mit jeweils 2 bis 3 TI Basilikumöl beträufeln und mit Basilikumblättern garnieren. Restliches Basilikumöl separat dazu servieren. 300 Gramm TK-Erbsen 60 Gramm Schalotten 1 I Gemüsefond 80 Gramm Chorizo-Aufschnitt 3 Hexaliter Olivenöl ATI gemahlene Koriandersaat 200 Gramm Risotto-Reis 150 Milliliter Weißwein 6 Stiele glatte Petersilie 4 Stiele Minze Salz Pfeffer erste Erbsen im Durchschlag unter fließend heißem Wasser 10 Sekunden auftauen. Beiseite gut abtropfen lassen. Schalotten fein würfeln. Gemüsefond kurz aufkochen und heiß halten. Chorizo-Scheiben in 1 cm breite Streifen schneiden. 2.2 E Öl im Topf erhitzen. Schalotten und Koriander darin glasig dünsten. Reis kurz mit dünsten. Mit Wein ablöschen und fast vollständig einkochen lassen. So viel Fond auffüllen, dass der Reis knapp bedeckt ist. Offen 16 bis 18 Minuten garen, dabei restlichen Fond nach und nach unterrühren. Drittens inzwischen Chorizo-Streifen im restlichen Öl bei mittlerer Hitze knusprig braten, auf Küchenpapier abtropfen lassen. Petersilien und Minzblätter von den Stielen abzupfen.
Kräuterblätter mit 150 Gramm Erbsen und 150 Milliliter heißem Fond im Rührbecher mit dem Schneidstab, sehr fein pürieren. Püree unter den Risotto rühren. 3 bis 4 Minuten vor Ende der Garzeit die restlichen Erbsen zum Risotto geben. 4. Risotto mit Salz und Pfeffer abschmecken. In vorgewärmten tiefen Tellern anrichten und Chorizo darauf verteilen. Aprikosenfruchtleder einfach gut vorzubereiten, vegetarisch für 40 Stück 1,1 Kilogramm TK Aprikosen 80 Gramm Zucker außerdem, Schraubglas erstens Aprikosen auftauen lassen und mit dem Zucker in einem Küchenmixer sehr fein pürieren. Zweitens Fruchtpüree auf 2 mit Backpapier, ausgelegte Backbleche gießen und gleichmäßig dünn verteilen, dabei die Bleche leicht rütteln, damit sich die Masse gut verteilt. Eventuell mit einem Teigspatel glatt streichen. Drittens Backbleche im vorgeheizten Backofen bei 60 Grad Umluft, Klammer auf Ober-Unterhitze, sowie Gas nicht empfehlenswert, Klammer zu, auf die erste und dritte Schiene, von unten schieben. Einen Holzlöffel zwischen Tür und Backofen klemmen, damit die Ofentür einen Spalt geöffnet bleibt. Fruchtpüree im Ofen mindestens 12 Stunden, am besten über Nacht, trocknen lassen. Viertens, das Aprikosenfruchtleder mit dem Backpapier aufrollen und in 2 cm breite Röhrchen schneiden, in einem verschließbaren Glas aufbewahren. Zubereitungszeit 15 Minuten plus Trockenzeit mindestens 12 Stunden pro Stück 0 Gramm E, 0 Gramm F, 4 Gramm KH gleich 21 Kilokalorien, Klammer auf 88 Kilojoule, Klammer zu. 300 Gramm dicke Möhren, 1 rote Pfefferschote, 5 Frühlingszwiebeln, 250 Gramm mittelfeine Couscous-Salz, 8 Hexaliter Olivenöl, Pfeffer, 1,5 TI mildes Currypulver, 1 und Radieschen, 1 Biosalatgurke, 4 Hexaliter Apfelessig, 1 TI fein abgeriebene Bio-Zitronenschale, 2 Eier, Klammer auf Kl. M Klammer zu, 150 Gramm Feta-Käse, 6 Hexaliter Maiskeimöl, erstens Möhren putzen und grob raspeln, Pfefferschote putzen, längs halbieren, entkernen und fein würfeln, Frühlingszwiebeln putzen, waschen und das weiße und hellgrüne in feine Ringe schneiden. Zweitens Couscous in 250 Milliliter kochendes Salzwasser einrühren, beiseite stellen und zugedeckt 10 Minuten quellen lassen. 4 Hexaliter Olivenöl erhitzen, Möhren und Pfefferschote darin bei starker Hitze 3 bis 4 Minuten dünsten, nach 2 Minuten Frühlingszwiebeln zugeben, mit Salz, Pfeffer und Curry würzen, 5 Minuten abkühlen lassen. Drittens Radieschenblätter abzupfen, waschen und trocken schleudern, Radieschen waschen und vierteln, Gurke waschen, längs halbieren, entkernen und quer in ca. 1 cm breite Stücke schneiden. Essig, 4 Hexaliter Wasser, Zitronenschale, Salz, Pfeffer und restliches Olivenöl verrühren und mit Radieschen und Gurke mischen. Viertens Couscous auflockern und mit Möhrenmischung, Eiern und zerkrümeltem Feta mischen, daraus mit feuchten Händen 8 Bratlinge formen. Maiskeimöl in einer beschichteten Pfanne erhitzen. Bratlinge darin bei mittlerer bis starker Hitze von jeder Seite 2 bis 3 Minuten braten. Radieschenblätter unter den Salat heben. Salat mit Bratlingen auf Tellern anrichten und servieren. Geistebeserolle mittelschwer, gut vorzubereiten. Erstens für das Kompott die Stachelbeeren waschen, putzen und vierteln. Mit dem Zucker in einen Topf geben und unterrühren 5 Minuten kochen lassen. Stärke mit wenig Wasser glatt rühren und unterrühren in den Topf geben. Kompott aufkochen und abkühlen lassen. Zweitens inzwischen für das Baiser Eiweiße mit einer Prise Salz mit dem Schneebesen der Küchenmaschine, Klammer auf oder den Quirlen des Handrührers, Klammer zu, steif schlagen. Zucker esslöffelweise zugeben, zwischen jedem Esslöffel ca. 10 Sekunden weiterschlagen, bevor der nächste zugegeben wird. Wenn der Zucker vollständig eingearbeitet ist, Baisermasse 3 Minuten weiterschlagen, bis sich der Zucker aufgelöst hat. Essig und Stärke zugeben und weitere 2 Minuten schlagen. Drittens Backblech fetten und mit Backpapier belegen. Backofen auf 220 Grad, Klammer auf, Gas 3 bis 4, Umluft 200 Grad, Klammer zu, vorheizen. Baisermasse mit dem Teigspatel auf dem Backblech verstreichen.
Backblech auf die zweite Schiene von unten in den vorgeheizten Backofen schieben, Temperatur auf 200 Grad, Klammer auf, Gas 3, Umluft 180 Grad, Klammer zu, reduzieren. Baiser 18 bis 20 Minuten backen. Viertens, inzwischen einen Bogen Backpapier mit Puderzucker bestäuben, die Baiserplatte vorsichtig darauf stürzen und das obere Papier sofort abziehen. Baiserplatte offen vollständig auskühlen lassen. Fünftens, für die Creme Kondensmilch, Sahne und Vanillemark mit dem Schneebesen der Küchenmaschine, Klammer auf, oder den Quirlen des Handrührers, Klammer zu, steif schlagen. Baiserplatte mit Backpapier auf einen großen Bogen breiter Alufolie ziehen. Creme auf dem Baiser verstreichen, dabei an der oberen Kante der Schmalseite 2 cm freilassen. Stachelbeerkompott auf der Creme verteilen. Baiserplatte mit Hilfe von Alufolie und Backpapier von der unteren Schmalseite her locker aufrollen und in die Folie einschlagen. Mindestens 4 Stunden gefrieren lassen. Geleiste Baiserrolle vor dem Servieren auswickeln, auf eine Platte setzen und 30 Minuten antauen lassen. Nach Belieben mit Puderzucker bestäubert, Zubereitungszeit 50 Minuten plus Garzeit 20 Minuten plus Gefrier- und Antauzeit mindestens 4:30 Stunden, pro Stück 4 Gramm E, 10 Gramm F, 43 Gramm Ka gleich 289 Kilokalorien, Klammer auf 1212 Kilojoule, Klammer zu. Tipp, was unsere Bäckerin mit den restlichen Eigelben macht, blättern Sie mal um. Wassermelonensalat mit Joghurtbällchen einfach, gut vorzubereiten für 4 Portionen, 750 Gramm griechischer Sahne, 1,5 Kilogramm Wassermelone, Joghurt, Klammer auf, 10% Fett, Klammer zu, Klammer auf, kernarme Sorte, Klammer zu, Salz, 6 Stiele Minze, 11 Zweitel Biolimettenmark von A, Vanilleschote, 120 Gramm Zucker, Klammer auf, ersatzweise 1 k. Vanille, 70 Gramm geröstete gesalzene Zucker, Klammer zu, Pistazienkerne, Klammer auf, in der Schale, Klammer zu, außerdem, Mulltuch, erstens Joghurt mit einer Prise Salz verrühren, ein Mulltuch unter kaltem Wasser ausspülen und gut auswringen, ein feines Sieb so damit auslegen, dass die Enden überhängen, Sieb über eine Schüssel hängen, Joghurt in das Sieb geben und die Enden des Tuchs da überschlagen. Einen passenden Teller darauf legen, mit einer vollen Konservendose beschweren. Joghurt im Kühlschrank mindestens 12 Stunden, Klammer auf, am besten über Nacht, Klammer zu, abtropfen lassen. Zweitens, Limetten heiß waschen, trocken reiben und die Schale fein abreiben. 3 Hexaliter Saft auspressen. Limettensaft mit 100 ml Wasser und 50 Gramm Zucker in einem kleinen Topf aufkochen und ca. 10 Minuten sirupartig einkochen lassen. Die Hälfte der Limettenschale einrühren und den Sirup abkühlen lassen. Drittens, Pistazien aus der Schale lösen, in ein Geschirrtuch einschlagen und die Häute abrubbeln. Pistazienkerne grob hacken. Restlichen Zucker in eine Pfanne bei mittlerer Hitze goldbraun karamellisieren, dabei erst rühren, wenn der Zucker an einer Stelle zu schmelzen beginnt. Pistazien einrühren, Karamell sofort auf ein Stück Backpapier gießen, auskühlen lassen. Krokant grob hacken. Viertens, Wassermelone in dicke Spalten schneiden. Das Fruchtfleisch von der Schale schneiden und 1-2 cm groß würfeln, dabei die Kerne entfernen. Minzblätter von den Stielen abzupfen, nach Belieben grob schneiden und mit der Melone mischen. Fünftens, abgetropften Joghurt in eine Schüssel geben, Vanillemark und restliche Limettenschale einrühren. Mit einem Esslöffel 12 Portionen vom Joghurt abstechen, jeweils auf das Mulltuch geben und mit Hilfe des Tuchs zu kleinen Bällchen formen. Sechstens, Melone und Joghurtbällchen auf eine Platte oder auf Tellern anrichten, mit dem Limettensirup beträufeln. Mit Pistazien krokant bestreuen und sofort servieren. Zubereitungszeit 1:20 Stunden plus Abtropfzeit mindestens 12 Stunden, pro Portion 9 Gramm E, 27 Gramm F, 54 Gramm Ka gleich 508 Kilokalorien, Klammer auf, 2134 Kilojoule, Klammer zu, wenn es schnell gehen muss. 200 Gramm Klebreis, Klammer auf, Asialaden, Klammer zu, 10 Gramm Kokoschips, eine Dose cremige Kokosmilch, 125 Gramm rote Johannisbeeren, Klammer auf, 400 ml, nicht schütteln,
Klammer zu, eine reife Mango 90 Gramm Zucker außerdem, Topf mit Salz, Dämpfeinsatz, erstens Reis in einem Sieb unter fließendem Wasser, gründlich waschen, über Nacht in reichlich kaltem Wasser einweichen, zweitens Reis in ein Sieb abgießen und in einem Dämpfeinsatz verteilen, zugedeckt über kochendem Wasser 20 Minuten dämpfen, Klammer auf dabei verklumpt der Reis, Klammer zu, Reis wenden und weitere 10 Minuten dämpfen. Die dicke cremige Schicht, die sich auf der Oberfläche der Kokosmilch abgesetzt hat, abnehmen. Dünne Kokosmilch beiseite stellen. Kokoscreme mit 80 Gramm Zucker und 1,5 Teelöffel Salz unterrühren, erhitzen, bis sich der Zucker aufgelöst hat. Drittens Reis in eine Schüssel geben, sofort die Hälfte der heißen Kokosmilchmischung gleichmäßig unterziehen. Mit Hilfe von 2 Esslöffeln 8 Nocken formen, auf eine Platte setzen und vollständig. 6 Bio-Zitronen, 1 Hexaliter Jutsu-Saft, Klammer auf Asia laden, Klammer zu, 200 Gramm Zucker außerdem, Eismaschine, 1 Hexaliter Glucose-Sirup, Spritzbeutel mit Lochhülle, Klammer auf zum Beispiel über www.bossfood.de, Klammer zu, Klammer auf 1, 0, Klammer zu, 2 Stiele Basilikum, erstens Zitronen heiß waschen, trocken reiben, von 2 Zitronen die Schale fein abreiben. Beide Zitronen halbieren, den Saft auspressen, von den restlichen Zitronen jeweils das obere Drittel abschneiden, Zitronen vorsichtig auspressen, Klammer auf ca. 250 ml Klammer zu, ohne die Schale zu beschädigen, das restliche Fruchtfleisch mit einem Teelöffel entfernen. Zweitens 300 ml Wasser, Zitronensaft, Schale, Zucker und Glucosesirup aufkochen, 10 Minuten ziehen lassen. Sirup durch ein Sieb gießen, über Nacht kalt stellen, ausgehöhlte Zitronen einfrieren. Drittens Basilikumblätter von den Stielen zupfen, Klammer auf, ergibt ca. 8 Gramm, Klammer zu. Zitronensirup in einen hohen Rührbecher geben, Basilikum und Jutsu-Saft zugeben und mit dem Schneidstab fein pürieren. Masse in der Eismaschine nach Herstelleranweisung gefrieren lassen. Gefrorene ausgehte Zitronen in kleine Tassen oder Gläser setzen. Sorbet in einen Spritzbeutel mit Lochhülle füllen und hineinspritzen. Sofort servieren oder einfrieren und 10 Minuten vor dem Servieren aus dem Tiefkühler nehmen. Zubereitungszeit 1:20 Stunden plus Kühl- und Gefrierzeiten, über Nacht Proportion 0 Gramm E 0 Gramm F 56 Gramm Kh gleich 239 Kilokalorien, Klammer auf 1003 Kilojoule, Klammer zu. Polenta-Brot einfach für ein Brot, Klammer auf ca. 1 Kilogramm, Klammer zu, / 2010 bis 15 Scheiben Kochstück, außerdem eckige Kunst 450 Gramm Wasser, Stoffdose mit Deckel, Klammer auf ca. 12 Gramm Salz, 28 mal 20 mal 11 cm, Klammer zu, Öl für die 20 Gramm Polenta, Klammer auf Maisgrießdose Mehl und Maisgrieß zum Beispiel Alnatura, siehe Info, Klammer zu, zum Bearbeiten Gärkorb Teig, Klammer auf 26 cm 0 für 1 Kilogramm Teig 550 Gramm Weizenmehl www.holzbackofen-welt.de, Klammer zu, Klammer auf Type 550, Klammer zu, Abdeckhaube aus Kunststoff 120 Gramm Maismehl, Klammer auf zum Beispiel von Topiz, Klammer zu, Guss, Klammer auf zum Beispiel Alnatura, Klammer zu, eiserne Bretter, Klammer auf 24 cm 0, Klammer zu, 1,5 Teelöffel Trockenhefe, erstens für das Kochstück 150 Gramm Wasser und Salz in einem kleinen Topf aufkochen. Polenta mit einem Schneebesen einrühren und offen bei mildester Hitze 30 Minuten ausquellen lassen, dabei gelegentlich mit einem Teigschaber umrühren. Zweitens Topf von der Kochstelle nehmen und 300 Gramm kaltes Wasser mit dem Schneidstab unterarbeiten. Polenta-Brei in eine große Schüssel geben. Drittens für den Teigboden und Rand einer eckigen Kunststoffdose dünn mit Öl ausstreichen. Weizenmehl, Maismehl und Hefe in einer Schüssel mit dem Schneebesen gut mischen. Mehlmischung mit dem Teigschaber unter den Polenta-Brei mischen und mit den Händen oder der Teigkarte zu einem glatten Teig verbeiten. Teig in die Dose geben, leicht flach drücken. Dose schließen, Teig bei Raumtemperatur 24 Stunden gehen lassen. Viertens Gärkorb großzügig mit Mehl ausreiben und mit wenig Maisgrieß ausstreuen. Arbeitsfläche sorgfältig mit Mehl bestreuen,
Teigoberfläche leicht mit Mehl bestäuben, Teig mit der Teigkarte an den Dosenrändern, lösen, Klammer auf, sie rechts, Foto 1, Klammer zu. Dose vorsichtig auf die Arbeitsfläche stürzen, so dass der Teig herausrutschen kann. Fünftens, Teigränder von rechts und links, dann von oben und unten überschlagen, dabei leicht ziehen. Vorgang 1 bis 2 mal wiederholen, um den Teig zu straffen. Teig rundformen, Teigränder dafür abschnittweise zur Mitte hin einschlagen, andrücken, Klammer auf, Foto 2, Klammer zu. Teigkugel mit dem Schluss nach unten in den Gärkorb legen, Korb am besten mit einer Kunststoffhaube abdecken. Teig bei Raumtemperatur 2 Stunden gehen lassen, Klammer auf, siehe Tipp, Klammer zu. Sechstens, etwa 30 Minuten vor Ende der Gehzeit gusseisernen Bräter mit Deckel im Backofen auf dem Rost auf der untersten Schiene auf 250 Grad, Klammer auf, Gas 5, Umluft nicht empfehlenswert, Klammer zu, vorheizen. Siebtens, Backofentemperatur auf 230 Grad, Klammer auf, Gas 4 bis 5, Umluft nicht empfehlenswert, Klammer zu, reduzieren. Bräter aus dem Ofen holen, den Teig aus dem Korb hineinstürzen, Klammer auf, Vorsicht, heiß, Foto 3, Klammer zu, und den Bräter sofort schließen. Auf dem Rost auf der untersten Schiene bei 230 Grad 45 Minuten wie oben backen. Achtens, Brot aus dem Bräter nehmen, auf einem Kuchengitter auskühlen lassen und in Scheiben schneiden. Zubereitungszeit 30 Minuten plus 30 Minuten Quellzeit plus Gehzeit, Klammer auf, insgesamt 26 Stunden, Klammer zu, pro Scheibe, Klammer auf, ca. 80 Gramm, Klammer zu, 6 Gramm E, 1 Gramm F, 42 Gramm KH gleich 212 Kilokalorien, Klammer auf, 891 Kilojoule, Klammer zu. Würziges Huhn mit Süßkartoffeln mittelschwer, raffiniert. Für 4 Portionen eine Zwiebel, Klammer auf, ca. 60 Gramm, Klammer zu, 4 Knoblauchzehen, 2 Tomaten, Klammer auf, ca. 180 Gramm, Klammer zu, 3 Pimentkörner, 1 Hexaliter gemahlener Chili Ancho, Klammer auf, Gewürz aus getrockneten Poblano Chilis, zum Beispiel über www.bossfood.de, Klammer zu, 3 TI Kreuzkümmelsaat, 2 Hexaliter Rosinen, 20 Gramm Mandelkerne, Klammer auf, ohne Haut, Klammer zu, 20 Gramm Erdnusskerne, 2 Hexaliter brauner Zucker, Salz, 1 Biopoulade, Klammer auf, 1,5 bis 1,7 Kilogramm, Klammer zu, eine Flasche Malzbier, Klammer auf, 0,331, Klammer zu, 450 Gramm Süßkartoffeln, 400 Gramm vorwiegend festkochende Kartoffeln, Klammer auf, zum Beispiel Bintje, Laura, Klammer zu, 3 Hexaliter Olivenöl, 3 Stiele Koriandergrün, erstens für die Würzpaste, Zwiebel und 2 Knoblauchzehen, würfeln, Tomaten waschen, halbieren und die Stielansätze entfernen. Zwiebeln, Knoblauch und Tomaten in einer heißen Pfanne ohne Fett bei starker Hitze 5 bis 6 Minuten rundum dunkel rösten. Piment im Mörser fein zermahlen. Zweitens, Tomatenmischung, Piment, Chili Ancho, 1 TI Kreuzkümmel, Rosinen, Mandeln, Erdnüsse, Zucker und 1,5 TI Salz in einer Küchenmaschine auf höchster Stufe zu einer Paste mixen. Drittens, den Bürzel vom Huhn mit einem scharfen Messer abschneiden. Huhn mit der Brust nach oben in einen Bräter oder ein tiefes Backblech legen, rundum salzen und mit 2 bis 3 Hexaliter der Würzpaste dünn bestreichen. Restliche Würzpaste mit Malzbier verrühren, Mischung in den Bräter gießen. Im vorgeheizten Backofen bei 175 Grad, Klammer auf, Gas 2, Umluft 160 Grad, Klammer zu, auf der zweiten Schiene von unten 80 Minuten braten. Huhn dabei gelegentlich mit der Soße bestreichen. Viertens, inzwischen die Süßkartoffeln schälen, halbieren und in ca. 4 cm große Stücke schneiden. Kartoffeln schälen, waschen und in ca. 3 cm große Stücke schneiden. Restlichen Kreuzkümmel im Mörser fein zermahlen. Restliche Knoblauchzehen auf der Arbeitsfläche mit der Hand leicht sieben, drücken. Kartoffeln und Süßkartoffel mit Kreuzkümmel, Knoblauch, Salz und Olivenöl mischen. Kartoffeln und Süßkartoffeln nach 40 Minuten Garzeit Spoon in den Bräter geben. Im ausgeschalteten Backofen 5 bis 10 Minuten ruhen lassen. Korianderblätter von der Stielen zupfen. Gericht mit Koriander bestreuen und servieren. Dazu passend Quinoa-Salat, Avocado-Tomaten-Gemüse.
Mais-Salsa, scharfe Paprika-Chili-Soße und scharfe Gurkensoße, Klammer auf Rezepte, siehe Seiten 112 und 113, Klammer zu. Zubereitungszeit 35 Minuten plus Garzeit 1:20 Stunden, pro Portion 58 Gramm E, 38 Gramm F, 66 Gramm KH gleich. Seoko-Creme mit Zimtbaiser und Limettenstreuseln mittelschwer, raffiniert für 4 Portionen Zimtbaiser 105 Gramm Zucker 1 TI gemahlener Zimt 1 Eiweiß, Klammer auf KI. M Klammer zu, Salz Schokocreme 185 Gramm Zartbitterkuvertüre, Klammer auf 70% Kakao, zum Beispiel Original Beanskröfinger Klammer zu, 2 reife Avocados, 100 Gramm Zucker, 1 Vanilleschote, 50 Milliliter Milch, Salz, Streusel, A rote Chilischote, 1 Biolimette, 150 Gramm Mehl, 100 Gramm Butter, Klammer auf weich, Klammer zu, 50 Gramm Zucker, Salz, Früchte, 100 Gramm reife Mango, 100 Gramm reife Papaya, 2 Passionsfrüchte. Außerdem Spritzbeutel mit großer und kleiner Lochhöhle. Erstens für das Zimtbaiser 50 Gramm Zucker in einem Topf, bei mittlerer Hitze hellbraun karamellisieren, dabei erst rühren, wenn der Zucker geschmolzen ist. Zimt zugeben, kurz umrühren und mit 100 Milliliter Wasser ablöschen, Klammer auf. Achtung, es kann spritzen, Klammer zu. Karamell bei mittlerer Hitze ca. 5 Minuten sirupartig einkochen, vom Herd ziehen und vollständig abkühlen lassen. Zweitens Eiweiß mit einer Prise Salz mit den Quirlen des Handrührers steif schlagen, dabei restlichen Zucker langsam einrieseln lassen. Kalten Zimtsirup, Klammer auf bis auf 1 Hexaliter zum Anrichten, Klammer zu, über den Eischnee träufeln und mit einem Kochlöffel vorsichtig kurz unterheben, so dass die Masse leicht marmoriert ist. Masse in einen Spritzbeutel mit kleiner Lochhülle füllen. Im Abstand von 1 bis 2 cm auf ein mit Backpapier belegtes Backblech Haselnussgroße Tupfen, spritzen und im vorgeheizten Backofen bei 120 Grad, Klammer auf, Gas 1, Umluft nicht empfehlenswert, Klammer zu, auf der zweiten Schiene Ion unten 1:20 Stunden backen. Vollständig abkühlen lassen und bis zur Verwendung in eine Blechdose aufbewahren. Drittens für die Creme-Kuvertüre grob hacken, in einer Schüssel über einem heißen Wasserbad schmelzen und abkühlen lassen. Avocado längs halbieren, den Kern entfernen. Fruchtfleisch, Klammer auf insgesamt 250 Gramm Klammer zu, mit einem Esslöffel aus der Schale lösen und in grobe Stücke schneiden. Avocado mit Zucker in der Küchenmaschine oder im Blitzhacker fein pürieren. Püree in eine Schüssel geben. Vanilleschote längs halbieren und das Mark herauskratzen. Vanillemark Milch, Kuvertüre und eine Prise Salz zum Avocado-Püree geben, mit den Quirlen des Handrührers 2 bis 3 Minuten verrühren. Creme abgedeckt kalt stellen. Viertens für die Streusel Chilischote entkernen und sehr fein schneiden. Limette heiß waschen, trocken tupfen und die Schale fein abreiben. Mehl, Butter, Zucker, eine Prise Salz, Chili und Limettenschale, mit den Händen locker zu Streuseln verarbeiten. Auf einem mit Backpapier belegten Backblech verteilen und im vorgeheizten Backofen, bei 170 Grad, Klammer auf, Gas 2, Umluft 160 Grad, Klammer zu, auf der zweiten Schiene von unten 15 Minuten backen. Auskühlen lassen. Fünftens für die Früchte Mango schälen, Fruchtfleisch vom Stein schneiden und in 4 bis 6 cm lange Spalten schneiden. Papaya halbieren, entkernen und ebenfalls in 4 bis 6 cm lange Spalten schneiden. Passionsfrüchte halbieren, das Fruchtfleisch mit einem Esslöffel herauskratzen. Sechstens Zimtsirup mit einem Pinsel in einem je ca. 8 cm breiten Streifen auf die Teller streichen. Schokocreme in einen Spritzbeutel mit großer Lochhülle füllen und je 5 walnussgroße Tupfen auf die Streifen spritzen. Anschließend je 2 bis 3 Hexaliter Streusel darauf verteilen mit Früchten und Zimtbaiser, garnieren und sofort servieren. Zubereitungszeit 1 Stunde plus Backzeit 1:35 Stunden pro Portion 12 Gramm E, 36 Gramm F, 131 Gramm KA gleich 929 Kilokalorien, Klammer auf 3892 Kilojoule, Klammer zu. Mate Piscosa einfach,
Gut vorzubereiten für 2 Gläser 2 Hexaliter Mate-Teeblätter 200 Gramm Zucker 10 Centiliter Pisco, Klammer auf Weinbrand aus Traubenmost, Klammer zu, 6 Centiliter Limettensaft, Klammer auf frisch gepresst, Klammer zu, 1 Eiweiß, Eiswürfel 4 bis 6 Spitze Angostura Bitter. Erstens, für den Mate-Zuckersirup Mate-Teeblätter mit 200 Milliliter, kochendem Wasser überbrühen und zugedeckt 10 Minuten ziehen lassen. Tee durch ein feines Sieb gießen, Zucker zufügen und rühren, bis sich der Zucker aufgelöst hat. Mate-Sirup abkühlen lassen, bis zur Verwendung in ein Schraubglas füllen und kalt stellen, Klammer auf. Die Menge reicht für 2010 Gläser, Klammer zu. Zweitens, Pisco Limettensaft 4 Centiliter Mate-Sirup und Eiweiß in einen Shaker geben und 10 Sekunden kräftig schütteln. 5-6 Eiswürfel in den Shaker geben und nochmals 10 Sekunden schütteln. Cocktail durch ein Sieb auf 2 Gläser verteilen. Kurz warten, bis sich der Eiweißschaum an der Oberfläche abgesetzt hat. Je 2 bis 3 Spritzer Angostura Bitter direkt auf den Schaum geben und servieren. Zubereitungszeit 15 Minuten plus Kühlzeit pro Glas 2 Gramm E 0 Gramm F 24 Gramm KH gleich 233 Kilokalorien, Klammer auf 981 Kilojoule, Klammer zu. Zerwische mit Mais und Melone mittelschwer, raffiniert für 4 Portionen 50 Gramm Schalotten 50 Gramm Staudensellerie 1 rote Chilischote 250 Gramm Wolfsbarschfilet, Klammer auf ersatzweise anderes weißfleischiges Fischfilet, Klammer zu, Pfstei Koriandersaat Salz 1 Maiskolben, Klammer auf 250 bis 300 Gramm, Klammer zu, 200 Gramm reife Honigmelone 1/ZTI schwarze Sesamsaat 2 Frühlingszwiebeln 40 Gramm rote Zwiebeln 5 Hexaliter Limettensaft, Klammer auf frisch gepresst. Von 1 bis 2 Limetten, Klammer zu, 10 Stiele Koriandergrün 4 Stiele Dill. Erstens, für den Fischfond Schalotten, fein würfeln. Sellerie waschen, putzen, entfädeln und in kleine Würfel schneiden. Chilischote waschen, längs halbieren, entkernen und 2 Längsstreifen, davon abschneiden, den Rest beiseite legen. Von den Wolfsbarschfilets die Bauchlappen schräg abschneiden. Filets entgräten, dunkle Stellen mit einem scharfen Messer entfernen. Filets kaltstellen, Fischabschnitte, Klammer auf ca. 80 Gramm, Klammer zu, Schalotten, Sellerie, Koriandersaat und die beiden Chilistreifen mit 200 Milliliter Wasser in einem Topf aufkochen, leicht salzen und 10 Minuten leise kochen lassen. Fischfond vom Herd nehmen und 20 Minuten ziehen lassen. Durch ein feines Sieb in einen Topf gießen und kaltstellen. Zweitens, Maiskolben putzen und in kochendem Salzwasser zugedeckt bei milder Hitze 20-25 Minuten garen. Maiskörner, Klammer auf ca. 100 Gramm, Klammer zu, mit einem scharfen Messer vom Kolben schneiden. Melone halbieren, entkernen und das Fruchtfleisch 1 cm groß würfeln. Sesam in einer Pfanne ohne Fett bei mittlerer Hitze 5-6 Minuten rösten. Drittens, für die Tigermilch, Klammer auf scharfe Zitrusmarinade, Klammer zu, Frühlingszwiebeln putzen, waschen, das Weiße in feine Ringe schneiden, das Grüne beiseite legen, restliche Chilischote fein würfeln, rote Zwiebeln sehr fein würfeln und mit Chili und dem Weißen der Frühlingszwiebeln in einem Sieb mit kochendem Wasser überbrühen und abtropfen lassen, in eine FAVA-Püree 50 Gramm Gruyère 400 Gramm Santorini 100 Gramm, getrocknete Fava, Klammer auf griechische Tomaten, Klammer auf in Öl, Klammer zu, Spalterbsen, 150 Milliliter Olivenöl zum Beispiel über www.pfeffergreek.de, Klammer zu, 15 Gramm glatte Petersilie 100 Gramm Zwiebeln Schweinefilet 5 Hexaliter Olivenöl 400 Gramm Schweinefilet Salz, Pfeffer Tomatenpaste und 1 Hexaliter Olivenöl Kräuteröl 10 Gramm Thymian 10 Gramm Majoran 1-2 TI Butter. Erstens, Fava in einem Sieb unter fließendem Wasser gut abspülen. Danach in reichlich Wasser aufkochen und bei milder Hitze abgedeckt ca. 1 Stunde leise kochen lassen. Inzwischen die Zwiebel in feine Streifen schneiden. 1 Hexaliter Olivenöl in eine Pfanne erhitzen, Zwiebeln darin bei milder Hitze glasig dünsten und zu den kochenden Spalterbsen geben. Fava-Zwiebelmischung durch ein Sieb gießen, in einer Schüssel mit dem restlichen Olivenöl vermischen und mit dem Schneidstab sehr fein pürieren. Mit Salz und Pfeffer würzen.
Drittens, für die Tomatenpaste Majoranblätter von den Stielen abzupfen und den Käse fein reiben. Einige Majoranblätter zum Garnieren beiseite legen. Tomaten trocken tupfen und mit Majoran, Käse und 50 ml Öl mischen. Mit dem Schneidstab fein pürieren und mit Pfeffer abschmecken. Petersilienblätter von den Stielen abzupfen, unter das restliche Öl rühren und mit dem Schneidstab pürieren. Kräuteröl durch ein grobes Sieb gießen. Viertens, Schweinefilet in ca. 3 cm dicke Medaillons schneiden. Mit Salz und Pfeffer würzen. Olivenöl in der Pfanne erhitzen und das Fleisch darin bei mittlerer Hitze 5 bis 6 Minuten von beiden Seiten braten, dabei einige Thymianstiele mit in die Pfanne geben. Einige dünne Thymianstiele zum Garnieren beiseite legen. Kurz vor dem Ende der Garzeit die Butter zugeben und das Fleisch mit der zerlassenen Butter übergießen. Fünftens, Fava-Püree mit einem Spatel auf die Teller streichen. Schweinefilets mit Tomatenpaste bestreichen und auf dem Püree anrichten. Mit je 1 Teelöffel Kräuteröl beträufeln und mit Majoran und Thymian garnieren. Zubereitungszeit 1:30 Stunden pro Portion 33 Gramm E, 43 Gramm F, 16 Gramm Ka gleich 605 Kilokalorien, Klammer auf 2535 Kilojoule, Klammer zu. Käuerbutter 20 Gramm Butter, Klammer auf weich, Klammer zu, Salz / 2 gestrichene Ti gemahlener Zimt, außerdem Twist auf Glas, Klammer auf ca. 500 ml Inhalt, Klammer zu, eckige Kunststoffdose, Klammer auf ca. 28 x 20 x 11 cm, Klammer zu, Öl für die Dose. Mehl zum Bearbeiten vor Teig 100 Gramm Weizenmehl, Klammer auf Type 1050, Klammer zu, 1/4 TI Trockenhefe 60 Gramm handwarmes Wasser Teig 400 Gramm Weizenmehl, Klammer auf Type 550, Klammer zu, 10 Gramm Salz 1 Eigelb, Klammer auf KI. M, Klammer zu, 20 Gramm Butter, Klammer auf weich, Klammer zu, 225 Gramm Wasser. Erstens, für den Vorteig Mehl und Hefe in einer kleinen Schüssel mit dem Schneebesen sorgfältig mischen. Wasser zugeben, erst mit dem kleinen Teigschaber mischen, dann mit den Händen zu einer festen Kugel verkneten. Teig ins Twist auf Glas geben, verschließen und mindestens 24 Stunden kalt stellen, Klammer auf, hält bis zu 6 Tage, Klammer zu. Zweitens, für den Teigboden und Rand einer eckigen Kunststoffdose dünn mit Öl ausstreichen. Mehl und Salz in einer großen Schüssel mit dem Schneebesen gut mischen. Drittens, Vorteig mit den Händen zerpflücken, mit Eigelb, Butter und Wasser zur Mehlmischung geben, mit dem Teigschaber mischen und mit den Händen oder der Teigkarte zu einem glatten Teig verarbeiten. Teig in die Dose geben, leicht flach drücken. Dose schließen, Teig bei Raumtemperatur 24 Stunden gehen lassen. Viertens, Arbeitsfläche sorgfältig mit Mehl bestreuen. Teig mit einer Teigkarte an den Dosenrändern lösen. Dose vorsichtig auf die Arbeitsfläche stürzen, so dass der Teig herausrutscht. Teigränder erst von rechts und links, dann von oben und unten übers Lagen, dabei leicht ziehen. Diesen Vorgang 1 bis 2 Mal wiederholen, um den Teig zu straffen. Fünftens, Teig sanft zum gleichmäßig dicken Rechteck, Klammer auf ca. 30 x 20 cm, Klammer zu, drücken, mit der Teigkarte längs halbieren, Hälften in je 5 gleich große Stücke teilen, Stücke auf leicht bemehlter Arbeitsfläche rundformen, Teigränder dazu abschnittweise zur Mitte klappen, andrücken, Teigstücke umdrehen, so dass der Schluss unten liegt, Handfläche auf die Stücke legen, mit kreisenden Bewegungen rundformen. Teiglinge zwischen den Händen nachformen, mit dem Schluss nach unten auf die bemehlte Arbeitsfläche legen. Sechstens, für die Scheuerbutter Butter mit 3 Prisen Salz und Zimt mischen, etwa A davon dünn auf der Arbeitsfläche verstreichen, Klammer auf ca. 12 x 12 cm groß, siehe rechts, Foto 1, Klammer zu. Teiglinge nacheinander mit der glatten Seite nach unten in der Butter kreisend bewegen, Klammer auf scheuern, Klammer zu, bis kleine Schleifspuren auf der Teigoberfläche sichtbar sind, Klammer auf Foto 2, Klammer zu. Teigling mit der Scheuerseite nach oben auf Backpapier legen. Alle Teiglinge mit einem bemehlten Küchentuch abgedeckt eine Stunde bei Raumtemperatur gehen lassen.
Siebtens, etwa 30 Minuten vor Ende der Gehzeit Backofen mit einem Backblech und der Fettpfanne auf 250 Grad, Klammer auf, Gas 5, Umluft nicht empfehlenswert, Klammer zu, vorheizen. Backpapier vorsichtig auf das heiße Backblech ziehen, dann das Backblech in die mittlere Schiene schieben. Fettpfanne umgedreht auf das Blech legen, Klammer auf Foto 3, Klammer zu. Scheuerbutter auftragen mit einem Pinsel ein Drittel der mit Salz und Zimt gewürzten, weichen Butter dünn auf der Arbeitsfläche verstreichen. Die gebutterte Fläche sollte ca. 12 x 12 cm groß sein. 1 Teiglinge scheuern dazu, die Teiglinge mit der glatten Seite nach unten kreisend in der gesalzenen Butter bewegen. Dabei mit leicht bemehlten Händen arbeiten. Durch das Scheuern entstehen kleine Schleifspuren an der Teigoberfläche. Kakaobrot mit Sauerkirschen einfach, raffiniert für ein Brot, Klammer auf ca. 1,2 Kilogramm, Klammer zu, / 24 Scheiben, 100 Gramm, getrocknete außerdem Kunststoffdose Sauerkirschen mit Deckel, Klammer auf 28 x 20 x 11 cm, Klammer zu, 100 Gramm Walnusskerne Öl für die Dose Mehl, 300 Gramm Weizenmehl zum Bearbeiten Gärkorb, Klammer auf Type 550, Klammer zu, Klammer auf 26 cm 0. Für 1 Kilogramm Teig 300 Gramm Weizenmehl www.holzbackofen-welt.de Klammer zu, Klammer auf Type 1050 Klammer zu, Abdeckhaube aus Kunststoff 30 Gramm Kakaopulver Klammer auf zum Beispiel Topiz Klammer zu, Gusseiserne 12 Gramm Salz 1,5 TI Trockenhefebräter Klammer auf 24 cm 0 Klammer zu, 400 Gramm Wasser erstens Sauerkirschen mit einem großen Messer packen und in eine Schüssel geben, mit kochend heißem Wasser übergießen, so dass die Kirschen bedeckt sind, eine Stunde quellen lassen. Zweitens inzwischen die Walnusskerne mit einem großen Messer grob hacken, in eine Pfanne ohne Fett bei mittlerer Hitze goldbraun anrösten und auf einem Teller abkühlen lassen. Drittens Kirschen im Sieb abtropfen lassen, Nüsse im Sieb unter die Kirschen mischen, Boden und Rand einer eckigen Kunststoffdose dünn mit Öl ausstreichen. Viertens Mehle, Kakao, Salz und Hefe, in einer Schüssel mit dem Schneebesen gut mischen, Klammer auf, sie rechts, Foto 1, Klammer zu. Wasser zur Mehlmischung geben mit dem Teigschaber untermischen und mit den Händen oder der Teigkarte, zum glatten Teig verarbeiten. Kirschnussmischung erst jetzt unterarbeiten. Teig in die Dose geben, leicht flach drücken. Dose schließen, Teig bei Raumtemperatur 24 Stunden gehen lassen, Klammer auf, Stockgare, siehe Kasten rechts, Klammer zu. Fünftens Gärkorb großzügig mit Mehl ausreiben, Klammer auf Foto 2, Klammer zu. Arbeitsfläche sorgfältig mit Mehl bestreuen. Teig mit einer Teigkarte an den Dosenrändern lösen. Dose vorsichtig auf die Arbeitsfläche stürzen, so dass der Teig herausrutschen kann. Sechstens Teigränder von rechts und links, dann von oben und unten so erschlagen, dabei leicht ziehen. Vorgang 1 bis 2 mal wiederholen, um den Teig zu straffen. Teig rundformen, Teigränder dafür es, schnittweise zur Mitte hin einschlagen, andrücken. Teigkugel T dem Schluss nach unten in den Gärkorb legen, Korb am besten T eine Kunststoffhaube abdecken, Teig bei Raumtemperatur gleich Stunden gehen lassen, Klammer auf, Siertipp sowie Kasten rechts, Stückgare Klammer zu. Eher 30 Minuten vor Ende der Gehzeit gusseisernen Bräter mit Hitzkel im Backofen, auf dem Rost auf der untersten Schiene auf 1 mal 10 hoch 3 Grad, Klammer auf, Gas 5, Umluft nicht empfehlenswert, Klammer zu, vorheizen. Erste Backofentemperatur auf 230 Grad, Klammer auf, Gas 4 bis 5, Umluft nicht empfehlenswert, Klammer zu, reduzieren. Bräter aus dem Ofen nehmen, Teig aus dem SO hineinstürzen, Klammer auf Vorsicht, heiß, Klammer zu Bräter sofort schließen, auf Rost auf unterster Schiene bei 230 Grad 45 Minuten backen, E-Rot aus dem Bräter nehmen, auf einem Kuchengitter auskühlen, Sinn und in Scheiben schneiden.
7 bis 13 E-Reitungszeit 35 Minuten plus Quell- und Gehzeit, Klammer auf, insgesamt 27 Stunden, Klammer zu, Ionscheibe, Klammer auf, ca. 50 Gramm, Klammer zu, 4 Gramm E, 4 Gramm F, 20 Gramm Ka gleich 136 Kilokalorien, Klammer auf, 527 Kilojoule, Klammer zu, OP. Ob der Teig bereit ist, zeigt die Gärprobe. Mit bemehltem La in den Teig drücken. Geht die Delle nur langsam zurück, ist ehlich backfertig. Sonst noch 15 Minuten weitergehen lassen. Feines Dinkelroggenvollkornbrot einfach gut vorzubereiten für ein Brot, Klammer auf, ca. 850 Gramm, Klammer zu, / 15 bis 20 Scheiben Kochstück, 20 Gramm Zitronensaft, 30 Gramm Dinkelvollkornmehl, außerdem eckige Kunst, 12 Gramm Salz, Stoffdose, mit Deckel, Klammer auf, ca. 150 Gramm kaltes Wasser, Klammer auf, Tipp 1, Klammer zu, 28 mal 20 mal 11 cm, Klammer zu, Öl für die Teigdose, Mehl zum Bearbeiten, 400 Gramm Dinkelvollkornmehl, Gärkorb, Klammer auf, 26 cm 0 für 1 Kilogramm Teig, 150 Gramm Roggenvollkornmehl, Holzbackofen-welt.de, Klammer zu, ATI Trockenhefe, Abdeckhaube aus Kunststoff, 150 Gramm Buttermilch, Klammer auf, zum Beispiel Topis, Klammer zu, Gusseiserne, 120 Gramm Wasserbräter, Klammer auf, 24 cm 0, Klammer zu, erstens für das Kochstück, Klammer auf, Sielkasten, Seite 87, Klammer zu, Dinkelvollkornmehl. Salz und Wasser in einem kleinen Topf mit einem Schneebesen verrühren, kurz unterrühren, aufkochen, in eine große Schüssel geben und eine Stunde abgedeckt abkühlen lassen. Zweitens, inzwischen für den Teigboden und Rand einer eckigen Kunststoffdose dünn mit Öl ausstreichen. Dinkelvollkornmehl, Roggenvollkornmehl und Trockenhefe in einer Schüssel mit einem Schneebesen gut mischen. Drittens, Buttermilch, Wasser und Zitronensaft mit dem Schneebesen unter das Kochstück rühren. Mehlmischung mit dem Teigschaber unter das Kochstück mischen und mit den Händen oder einer Teigkarte zum glatten Teig verarbeiten. Teig in die gefettete Dose geben, leicht flach drücken. Dose verschließen, Teig bei Raumtemperatur 24 Stunden gehen lassen, Klammer auf, Stockgare, siehe Seite 87, Klammer zu. Viertens, Gärkorb großzügig mit Mehl ausreiben. Arbeitsfläche sorgfältig mit Mehl bestreuen. Teigoberfläche leicht mit Mehl bestäuben. Teig mit einer Teigkarte an den Dosenrändern lösen. Dose vorsichtig auf die Arbeitsfläche stürzen, so dass der Teig herausrutscht. Fünftens, Teigränder von links und rechts, dann von oben und unten überschlagen. Dabei leicht ziehen, Klammer auf, sie rechts, Foto 1, Klammer zu. Den Vorgang 1 bis 2 mal wiederholen, um den Teig zu straffen. Teig rundformen, dafür Teigränder abschnittweise zur Mitte hin einschlagen, andrücken, Klammer auf, Foto 2, Klammer zu. Teigkugel mit dem Schluss, Klammer auf, Sielkasten, Seite 87, Klammer zu, nach unten in den Gärkorb legen, Korb mit einer Kunststoffhaube abdecken, Klammer auf, Foto 3, Klammer zu. Bei Raumtemperatur 2 Stunden gehen lassen, Klammer auf, siehe Tipp 2, Klammer zu. Sechstens, etwa 30 Minuten vor Ende der Gehzeit, gusseisernen Bräter mit Deckel, im Backofen auf dem Rost auf der untersten Schiene auf 250 Grad, Klammer auf, Gas 5, Umluft nicht empfehlenswert, Klammer zu, vorheizen. Siebtens, Backofentemperatur auf 230 Grad, Klammer auf, Gas 4 bis 5, Umluft nicht empfehlenswert, Klammer zu, reduzieren. Bräter aus dem Ofen nehmen, Teig aus dem Gärkorb in den Bräter hineinstürzen, Klammer auf, Vorsicht, heiß, Klammer zu, und Bräter sofort schließen. Auf dem Rost auf der untersten Schiene bei 230 Grad 35 Minuten backen. Achtens, Deckel vom Bräter nehmen, Klammer auf, Vorsicht, heißer Dampf, Klammer zu, und das Brot weitere 15 Minuten backen. Neuntens, Brot aus dem Bräter nehmen, auf einem Kuchengitter auskühlen lassen und in Scheiben schneiden.
Zubereitungszeit 30 Minuten plus 1 Stunde Abkühlzeit plus Gehzeit, Klammer auf, insgesamt 27 Stunden, Klammer zu, pro Scheibe, Klammer auf, ca. 50 Gramm, Klammer zu, 4 Gramm E, 1 Gramm F, 23 Gramm KH gleich 127 Kilokalorien, Klammer auf, 533 Kilojoule, Klammer zu. Spargelragout und Saibling 60 Gramm, Schalotten 120 Gramm, Kartoffeln 30 Gramm, Butter 80 Milliliter, weißer Portwein 400 Milliliter, Gemüsefond 200 Milliliter, Schlagsahne, Salz, Pfeffermuskat, Klammer auf, frisch gerieben, Klammer zu, 500 Gramm grüner Spargel, 80 Gramm kleine frische Morcheln, 4 Saiblingfilets, Klammer auf, ohne Haut. 140 Gramm, Klammer zu. Erstens, für das Spargelmorchelragout die Schalotten in feine Würfel schneiden. Kartoffeln schälen und in ca. 1 cm große Stücke schneiden. 10 Gramm Butter in einem kleinen Topf erhitzen und die Schalotten darin glasig dünsten. Mit Portwein ablöschen und auf die Hälfte einkochen lassen. Mit Fond und Sahne auffüllen, Kartoffeln zugebeet und offen bei mittlerer Hitze 15 Minuten kochen lassen. Mit Salz, Pfeffer und etwas Muskat würzen, mit dem Schneidstab sehr fein mixen, bis eine cremige Soße entstanden ist. Soße abgedeckt warm stellen. Zweitens, inzwischen Spargel waschen und abtropfen lassen. Spargelenden ca. 1 cm breit abschneiden. Spargelstangen schräg in 2 bis 3 cm dicke Stücke schneiden. Morcheln putzen, mehrmals in kaltem Wasser waschen, Klammer auf, um vorhandenen Sand zu entfernen, Klammer zu, im Sieb abtropfen lassen und mit Küchenpapier trocken tupfen. Drittens, für den Gewürzreis, Reis in einem Sieb mit kaltem Wasser gut waschen und abtropfen lassen. Reis in 500 ml leicht gesalzenem Wasser bei milder Hitze 15 bis 20 Minuten zugedeckt kochen, bis der Reis das Wasser vollständig aufgenommen hat und gar ist. Viertens, inzwischen die Schalotten fein würfeln. Butter in einem kleinen Topf erhitzen und die Schalotten darin mit Kreuzkümmel, Zimt und Kurkuma bei mittlerer Hitze in 3 bis 4 Minuten glasig dünsten und abgedeckt beiseite stellen. Schalotten unter den fertig gegarten Reis heben und abgedeckt warm stellen. Fünftens, für das Spargelmorchelragout Soße kurz aufkochen lassen. Spargel und Morcheln zugeben und bei milder bis mittlerer Hitze, Klammer auf, darf nur ganz leicht kochen, Klammer zu, offen 8 bis 10 Minuten garen. Sechstens, Saiblingfilets halbieren, rundum mit Salz und Pfeffer würzen. Das Öl mit der restlichen Butter in einer großen beschichteten Pfanne erhitzen, Fischfilets darin auf der Fleischseite 2 bis 3 Minuten braten, wenden und weitere 2 Minuten fertig braten. Siebtens, Gewürzreis in vorgewärmten tiefen Tellern anrichten. Spargelmorchelragout und Fischfilets darum verteilen. Mit abgezupften Kerbelblättern bestreuen und servieren. Zubereitungszeit 1 Stunde pro Portion 37 Gramm E, 35 Gramm F, 59 Gramm KH gleich 739 Kilokalorien, Klammer auf, 3096 Kilojoule, Klammer zu. Tipp: statt Maiskeimöl eignen sich auch andere hitzebeständige Speiseöle wie Sonnenblumen- oder Rapsöl. Für 4 Portionen Zubereitungszeit 45 Minuten pro Portion 40 Gramm E, 35 Gramm F, 54 Gramm KH gleich 732 Kilokalorien, Klammer auf, 3066 Kilojoule, Klammer zu, 300 Gramm Möhren, 1 rote Paprika, Klammer auf, 200 Gramm, Klammer zu, 1 gelbe Paprika, Klammer auf, 200 Gramm, Klammer zu, 1 rote Pfefferschote, 1 Zucchini, Klammer auf, 300 Gramm, Klammer zu, 1 Buntradieschen, 5 Exaliter Weißweinessig, Salz, Pfeffer, 3 TI Dück K, 1 TI fein abgeriebene Bio-Zitronenschale, 10 Ei Olivenöl, 250 ml Orangensaft, Klammer auf, frisch gepresst, Klammer zu, 250 Gramm Hirse, 600 Gramm Lammrücken, 1-2 Großmarin, 3 Stiele glatte Petersilie, erstens Möhren, schälen und in dünne Scheiben schneiden. Paprika putzen, vierteln, entkernen und in 2 bis 3 cm große Stücke schneiden. Pfefferschote in Ringe schneiden. Zucchini und Radieschen putzen und vierteln. Zucchini in 1 cm große Stücke schneiden.
Essig mit 5 Hexaliter Wasser, Salz, Pfeffer, 2 Teelöffel Zitronenschale und 5 Hexaliter Öl zu einem Dressing verrühren und beiseite stellen. Zweitens Orangensaft und 250 ml Wasser aufkochen, Hirse zugeben und nach Packungs Anweisung garen. Abgedeckt warm stellen. 3.2 Öl in einer ofenfesten Pfanne stark erhitzen. Lammdarich von jeder Seite eine Minute braten. Mit Salz und Pfeffer würzen. Rosmarin zugeben. Im vorgeheizten Backofen bei 180 Grad Klammer auf Gas 2 bis 3, Umluft 160 Grad Klammer zu, auf der zweiten Schiene von unten 8 bis 10 Minuten fertig garen. In Alufolie gewickelt kurz ruhen lassen. Viertens Gemüse im restlichen Öl 10 Minuten braten, salzen, pfeffern. Petersilienblätter abzupfen, fein schneiden und mit der Hälfte des Dressings unter das Gemüse mischen. Lamm in Scheiben schneiden mit Hirsaemüsse und restlichem Dökka anrichten. 1. Kartoffeln schälen, größere halbieren. In kochendem Salzwasser 25 Minuten weich kochen, abgießen und gut ausdämpfen lassen. 2. Inzwischen Petersilie von den Stielen abzupfen und fein hacken. Spargel schälen, die Endstücke abschneiden. Butter bei mittlerer Hitze zerlassen und in 4 bis 5 Minuten bräunen. Vom Herd nehmen und mit 2 Spritzern Zitronensaft würzen. Schinken in sehr dünne Scheiben schneiden. 3. Spargel mit einer Mandoline, Klammer auf, Siertipp links, Klammer zu, in sehr feine Stifte raspeli. Mit etwas Salz, eine Prise Zucker, Leinöl und der Petersilie mischen. Kartoffeln grob zerstampfen, mit wenig Flöhr der Sei und eine Prise Muskat abschmecken und auf Tellern anrichten. Spargel darauf verteilen. Beides mit der Butter beträufeln und mit dem Schinken servieren. 10 Gramm frische Hefe, 250 Gramm Dinkelmehl, Klammer auf Type 630, Klammer zu, plus etwas mehr zum Bearbeiten, 120 ml Buttermilch, 2 Hexaliter neutrales Öl, Klammer auf zum Beispiel Maiskeimöl, Klammer zu, Salz, Belag Y2 TI, Koriandersaat 1,5 TI, Zechornpfeffer 2 Stiele Dill. Erstens, für den Teig Hefe in 4 Hexaliter warmem Wasser auflösen. Mit Mehl, Buttermilch, Öl und 1 Teelöffel Salz, zu einem glatten Teig verkneten, zur Kugel formen und zugedeckt an einem warmen Ort 2 Stunden gehen lassen. 2 Stücke Backpapier in Blechgröße zuschneiden bzw. bereitlegen. 2. Inzwischen für das Gewürzöl Koriander und Zechornpfeffer im Mörser fein mahlen. Dill mit Stielen sehr fein schneiden. Alles mit Zitronenschale, 3 bis 4 Prisen Salz und 3 Hexaliter Olivenöl verrühren. Garnelen am Rücken entlang leicht einschneiden, Darm entfernen. Garnelen in das Gewürzöl geben und gut mischen. Mindestens 30 Minuten ziehen lassen. 3. Für die Tomatensalsa die Zwiebeln in feine Würfel schneiden. Pfefferschote waschen, längs halbieren, entkernen und in feine Würfel schneiden. Tomaten waschen, vierteln, entkernen und in ca. 1 cm große Würfel schneiden. 3 Hexaliter Olivenöl in einem Topf erhitzen und Zwiebeln mit der Pfefferschote darin glasig dünsten. Curry und Tomatenmark zugeben, eine Minute mit dünsten und die Tomaten zugeben. 5 Hexaliter Wasser zugeben und untergelegen die Creme rühren 4 bis 5 Minuten, bei mittlerer Hitze dünsten. Mit Salz und Pfeffer würzen und abkühlen lassen. 4. Spargel waschen und abtropfen lassen. Vom Spargel die Enden ca. 1 cm breit abschneiden. Stangen schräg in ca. 5 mm breite Stücke schneiden. In eine große Schale geben, leicht salzen und pfeffern, mit dem restlichen Olivenöl gut mischen. 5. Backofen mit einem Backblech auf 250 Grad, Klammer auf, Gas 5, Umluft nicht empfehlenswert, Klammer zu, vorheizen. Teig mit den Händen gut durchkneten, in 4 Portionen teilen. Teigstücke nacheinander auf der leicht bemehlten Arbeitsfläche sehr dünn ausrollen. Jeweils 2 Teigfladen nebeneinander auf ein Backpapier legen. 6. Je 2 Teigfladen mit der Hälfte der Tomatensalsa bestreichen. Die Hälfte der Spargelstücke und die Hälfte der Garnelen darauf verteilen. Mit dem Backpapier auf das heiße Backblech ziehen und im Ofen auf der zweiten Schiene von unten 2010 bis 12 Minuten backen. Fladen aus dem Ofen nehmen, etwas abgezupftes Thai-Basilikum darauf verteilen und sofort servieren. Restlichen Teig und restliche Zutaten ebenso verarbeiten.
Zubereitungszeit 2:30 Stunden, Proportion 24 Gramm E, 30 Gramm F, 55 Gramm Ka gleich 607 Kilokalorien, Klammer auf 2540 Kilojoule, Klammer zu. 1. Für die Spieße den Spargel waschen und abtropfen lassen. Spargel in den ca. 1 cm breit abschneiden. Stangen halbieren, in kochendes Salzwasser geben und kurz aufkochen lassen. Topf vom Herd nehmen und den Spargel 4 Minuten ziehen lassen. In reichlich kaltem Wasser abschrecken und sehr gut abtropfen lassen. Zweitens, die Kalbsfleischscheiben nacheinander zwischen zwei Lagen Klarsichtfolie, Klammer auf, oder in Leinengefrierbeutel, Klammer zu, legen und sehr dünn klopfen. Fleischschiffen mit je eine Scheibe Schinken belegen. Mit je 4 Spargelstücken wellenartig auf einen Schaschlikspieß aufspießen, Klammer auf, Holzspieße entsprechend kürzen, so dass sie gut in eine Pfanne passen, Klammer zu. Salbeiblätter von den Stielen zupfen. Stiele der Rispentomaten halbieren. Drittens, für die cremige Polenta Fond mit Milch kurz aufkochen lassen. Mit 1/2 Teelöffel Salz und etwas Muskat würzen. Polenta unterrühren, mit dem Schneebesen einrieseln lassen und glatt rühren. Bei milder Hitze unter gelegentlichem Rühren mit einem Holzlöffel 5 Minuten quellen lassen. Dann Butter und geriebenen Käse unter die Polenta rühren. Abgedeckt warm stellen. Viertens, Backofen mit einer kleinen Auflaufform auf 120 Grad vorheizen. 2 Hexaliter Olivenöl in einer kleinen ofenfesten Pfanne erwärmen. Tomaten an der Rispe, darin bei milder Hitze 8 bis 10 Minuten braten, bis sie leicht aufplatzen. Anschließend mit etwas Salz und Pfeffer würzen. Fünftens, inzwischen für die Spargelkalbsspieße 3 Hexaliter Olivenöl in einer großen beschichteten Pfanne erhitzen. 4 Spieße darin bei mittlerer bis starker Hitze von jeder Seite 2 bis 3 Minuten braten. Beim Wenden die Hälfte der Butter und die Hälfte der Salbeiblätter zugeben, Spieße darin leicht schwenken. Fertig gebratene Spieße mit Salbei und Bratfett in die Auflaufform im Ofen geben, warm halten. Pfanne mit Küchenpapier ausreiben. Kirschtomaten mit Pfanne in den Ofen stellen. Restliche Spieße ebenso zubereiten. Sechstens, Polenta glatt rühren und mit den Spießen und Tomaten auf vorgewärmten Tellern anrichten. Mit der Salbeibutter beträufeln und servieren. Zubereitungszeit 1 Stunde. Marinierter Ofenspargel mit Perlhuhnbrust, einfach raffiniert für 4 Portionen. 1 kleine gelbe Paprikaschote, Klammer auf, ca. 140 Gramm, Klammer zu. 1 rote Zwiebel, Klammer auf, ca. 50 Gramm, Klammer zu. 4 Hexaliter Apfelessig, Pfeffer. 4 Hexaliter ungeröstetes Biosesamöl, Klammer auf, zum Beispiel Fandler, Klammer zu. 4 Hexaliter Olivenöl, 20 Gramm Butter, 4 Perlhuhnbrüste, Klammer auf, 150 Gramm, mit Haut, Klammer zu, 8 Stiele Thymian, 1 Teelöffel Schwarzkümmelsaat. Erstens, für den Ofenspargel Fenchel, Koriander, Kreuzkümmel, Oregano, Chiliflocken und 1 Teelöffel Salz, im Mörser fein mahlen, mit neutralem Öl verrühren, beiseite stellen, Spargel waschen und abtropfen lassen, Enden abschneiden, Stangen längs halbieren, Spargel aufs Ofenblech legen, mit dem Gewürzöl übergießen. Gut mischen, so dass der Spargel rundum mit Gewürzöl benetzt ist. Zweitens, für die Paprika Fenchelkerne Pinienkerne ohne Fett in eine Pfanne rösten. Abkühlen lassen, grob hacken. Paprika putzen, waschen, vierteln. Paprika entkernen und in ca. 5 mm große Würfel schneiden. Zwiebel in feine Würfel schneiden. Essig mit 4 Hexaliter Wasser, Salz, Pfeffer, Sesamöl und 2 Hexaliter Olivenöl verrühren. Paprika, Zwiebeln und Pinienkerne unterrühren, beiseite stellen. Drittens, Spargel im vorgeheizten Backofen bei 230 Grad, Klammer auf, Gas 4 bis 5, Umluft nicht empfehlenswert, Klammer zu, auf der mittleren Schiene 20-25 Minuten garen. Viertens, restliches Olivenöl mit Butter in einer großen ofenfesten Pfanne erhitzen. Perlhuhnbrüste rundum leicht salzen und pfeffern. Perlhuhnbrüste auf der Hautseite 2 Minuten bei mittlerer Hitze anbraten, Thymian zugeben, Perlhuhnbrüste wenden und im bereits vorgeheizten Backofen auf der untersten Schiene, Klammer auf, unter dem Spargel, Klammer zu, 15 Minuten braten. Fünftens, Spargel auf vorgewärmten flachen Tellern mit der Perlhuhnbrust anrichten.
je 2 bis 3 Exaliter, Paprika-Vinaigrette über den Spargel geben und mit etwas Schwarzkümmel bestreuen. Dazu passt Baguette. Zubereitungszeit 1 Stunde pro Portion 41 Gramm E 39 Gramm F 8 Gramm KH gleich 561 Kilokalorien, Klammer auf 2345 Kilojoule, Klammer zu. Für 6 Portionen 8 Gramm frische Hefe 2 Exaliter Olivenöl 500 Gramm Pizzamehl 1 Exaliter Rotweinessig, Klammer auf Type 00, zum Beispiel Aurora, Klammer zu, 1 und Schnittlauchsalz 6 Exaliter Creme freiche Mehl zum Bearbeiten 240 Gramm geräucherter 250 Gramm rote Beete Schinken, Klammer auf, siehe 2 reife Birnen, Bestellinfo Seite 66, Klammer zu, 2 Exaliter Zitronensaft, außerdem Pizzastein, Pfeffer, 1. Für den Fladenbrotteig die Hefe in 300 ml lauwarmem Wasser auflösen. Das Mehl und 1,5 Teelöffel Salz zugeben und mit den Händen, Klammer auf, oder den Knethaken des Handrührers, Klammer zu, in 5 Minuten zu einem glatten Teig verkneten. Dann auf einer leicht bemehlten Arbeitsfläche mit den Händen zu einem geschmeidigen Teig verkneten. Die Teigkugel in eine Schüssel legen und abgedeckt an einem warmen Ort 2 Stunden gehen lassen. Zweitens, Teig auf der leicht bemehlten Arbeitsfläche kurz kneten, zu einer Rolle formen. In 6 Portionen teilen und zu Kugeln formen. Mit etwas Mehl bestäuben und abgedeckt weitere 30 Minuten gehen lassen. Pizzastein im Backofen auf der zweiten Schiene von unten bei 240 Grad, Klammer auf, Gas 4 bis 5, Umluft nicht empfehlenswert, Klammer zu, vorheizen. Drittens, rote Beeten schälen, Klammer auf, mit Küchenhandschuhen arbeiten, Klammer zu. Birnen vierteln, Kerngehäuse, Stiel und Blütenansatz entfernen. Zuerst die Birnen, dann die roten Beeten auf einer Mandoline, Klammer auf, Siertipp, Klammer zu, in sehr dünne Scheiben in jeweils eine Schüssel hobeln und mit je 1 Exaliter Zitronensaft, Salz, Pfeffer und je 1 Exaliter Olivenöl mischen. Rote Beete zusätzlich mit dem Rotweinessig mischen. Schnittlauch in feine Röhrchen schneiden. Körnerfreiche mit Salz und Pfeffer verrühren. Schinken in dünne Scheiben schneiden. Matjes mit Kräutercreme einfach raffiniert, schnell für 4 Portionen, Zubereitungszeit 35 Minuten pro Portion 26 Gramm E 35 Gramm F 28 Gramm KH gleich 553 Kilokalorien, Klammer auf 2322 Kilojoule, Klammer zu, eine Zwiebel, Klammer auf 60 Gramm, Klammer zu, 1 Exaliter Olivenöl, 1 Exaliter Apfelessig, 20 Gramm Dill, 20 Gramm glatte Petersilie, 40 Gramm Kerbel, 200 Gramm griechischer Joghurt, Klammer auf 10% Fett, Klammer zu, Salz, Pfeffer, 1 Teelöffel fein abgeriebene Bio-Zitronenschale, 800 Gramm festkochende Kartoffeln, 20 Gramm Butterschmalz, 1 rote Zwiebel, Klammer auf 50 Gramm, Klammer zu, 4 Matjes Doppelfilets, Klammer auf, ca. 140 Gramm, Klammer zu, erstens Zwiebel in feine Würfel schneiden. Öl in einem kleinen Topf erhitzen und die Zwiebeln darin bei mittlerer Hitze glasig dünsten. Essig zugeben und beiseite abkühlen lassen. Zweitens, Kräuter waschen und trocken schleudern. Jeweils 2 Stiele zum Garnieren kalt stellen. Restliche Kräuter mit den Stielen fein schneiden und mit den Essigzwiebeln und Joghurt im Blitzhacker sehr fein pürieren. Mit Salz, Pfeffer und Zitronenschale würzen und kalt stellen. Drittens, für die Bratkartoffeln die Kartoffeln schälen und in ca. 2 cm große Würfel schneiden. Butterschmalz in einer großen beschichteten Pfanne erhitzen und die Kartoffeln darin bei mittlerer Hitze ca. 15 Minuten goldbraun braten. Mit Salz und Pfeffer würzen. Viertens, rote Zwiebel in dünne Ringe schneiden. Matjes mit Bratkartoffeln und Kräutercreme auf flachen Tellern anrichten mit restlichen, von den Stielen abgezupften Kräuterblättern und den Zwiebelringen garnieren.
Löwenlinguine mit Radicchio einfach raffiniert, vegetarisch für 4 Portionen, Zubereitungszeit 25 Minuten pro Portion, 15 Gramm E, 13 Gramm F, 76 Gramm Ka gleich 506 Kilokalorien, Klammer auf 2124 Kilojoule, Klammer zu, 4 Stiele Salbei, 8 Ei Maiskeimöl, 1 klein Radicchio, Klammer auf 150 Gramm, Klammer zu, 400 Gramm Linguine Salz, 300 Milliliter Möhrensaft, 20 Gramm Butter, 2 bis 3 Ei Weißweinessig, 100 Gramm Ricotta-2TI Schwarzkümmel, erstens Salbeiblätter von den Stielen abzupfen, 1 in einer kleinen Pfanne erhitzen und die Salbeiblätter darin knusprig braten, Salbeiblätter auf Küchenpapier abtropfen lassen. Radicchio putzen, waschen, halbieren, den Strunk keilförmig herausschneiden. Radicchio in ca. 1 cm breite Streifen schneiden. Zweitens Nudeln in reichlich kochendem Salzwasser sehr bis fest garen, Klammer auf die Nudeln garen anschließend, im Möhrensaft fertig, Klammer zu. Drittens in einem kleinen Topf Möhrensaft mit Butter und Essig bei mittlerer Hitze 5 Minuten einkochen lassen. Nudeln in einen Durchschlag abgießen und tropfnass mit der Möhrensaft-Essig-Mischung in einen großen flachen Topf geben. Kurz aufkochen lassen und die Nudeln unter gelegentlichem Rühren bei mittlerer Hitze bis fest fertig garen, Klammer auf die Nudeln nehmen dabei den Möhrensaft auf, Klammer zu. Radicchio unterheben. 4. Nudeln in vorgewärmten tiefen Tellern anrichten. Jeweils 3 bis 4 TI Ricotta darauf verteilen und mit Schwarzkümmel und gebratenen Salbeiblättern bestreuen. Sofort servieren.